Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ja, yippie, ich freue mich. Ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Es war sehr gut. Diese Tür auf der Parallelseite war offen, sodass ich eigentlich nur über den Draußenweg hier rüberlaufen musste. Das ist sehr praktisch. Ich dachte halt, ich muss jetzt durch das ganze Haus wieder zurück. Muss ich aber gar nicht. Ich glaube, genau, dass wir jetzt hier raus können. Und wir können raus. Hier sind bestimmt 1000 Monster. Ich freue mich jetzt schon. Wenn ja, dann machen wir sie alle platt. Ja, wenn die Kamera sich mal ändern würde. Sind sie denn alle? Monsterchens? Wo? Kommen die von hier? Wo denn? Weiß ich nicht wo. Hier vielleicht? Hä? Ich höre ganz viel, aber ich sehe gar nichts. Wie unheimlich. Ich höre so viel, aber ich sehe nichts. Ja, dann gehe ich jetzt hier rauf. Hier komme ich hier rein. Da. Da sind bestimmt auch welche. Hier, er guckt auch schon. Oh, die spucken mich hier an. Ach so. Da sind drei Stück. Okay. Ja, dann, weiß ich nicht, muss ich da runter oder was soll das hier? Hier, da ist irgendwas. Oh, jetzt, oh Gott. Ja. Ich glaube, da ist doch Anschießen irgendwie das Einfachste, oder? Aber da verballere ich doch richtig viel Muni. Das passt mir eigentlich nicht so. Aber da unten wird irgendwas sein, was wir brauchen, oder? Mach mal hier die Karte schnell. So. So ist das hier also. Und dann gibt es da irgendwie einen verschlossenen Bereich, damit man hier aber auch zu den Räumen mal kann, oder was? Es ist ja alles nicht so schön hier. Mach mal hier schneller. Schnell, 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 schnell. Was ist. Oh, schnell weg hier. Super. Haha, ich hab's geschafft. Ihr Idioten. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Finde ich gut. Und die kommen da gar nicht raus. Die sind ja doof. So. Ja, dann gehen wir mal hier durch, wenn das geht. Und das geht. Das finde ich ja jetzt gut. Oh, 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 oh. Bild, 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 Bild. Wo ist der andere? Oh, ich hasse das. Wo ist der andere? Hier, nimm mal deinen Stock hier schnell. Sieh mal zu. Ja, wo bist du denn, du Schweinehund? Komm mal her, du. Ja, mach fertig. Ja, kannst du da mal drauf treten? Was ist das für ein Scheiß hier? Blödes Kackvieh. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Ich glaube, mir geht's voll schlecht. Mach mal hier schnell. Oh, ja, ihm geht's schlecht. Jetzt brauchen wir aber endlich mal einen Verbandskasten hier. Das ist schon besser. Jetzt haben wir hier Münze, Schlange, große Münze, die eine Schlange zeigt. Ich fand sie im leeren Schwimmbad. Ach so, das haben wir da gefunden. Saft, ein Sechserpack. Saft in Dosen im Flur auf der ersten Etage. Was macht man denn mit Saft? Ich glaube, ich muss einmal draufballern hier mit dem hier, weil der geht mir sonst nicht klein. Das andere Monster hier. Aber ich kann ja auch erstmal da hier rein.
Ach, geht sogar. Oh, Menno, wieso geht denn das? Schnell, ich sehe nichts. Nein! Ich sehe nichts! Scheiße, ich sehe nichts. Oh, ey, die Kameraperspektiven sind so scheiße manchmal, echt. In so einer Notlagensituation immer, echt, vor allem. Das ist doch total doof, dass man dann hier überhaupt nicht zurechtfindet. Das ärgert mich schon manchmal so ein bisschen. Also das ist erst leer. Wie er. Er der Tisch-Dings. Was auch immer. Hier nichts. Oh, schade. Nur Muni. Mein Muni ist gut und wichtig. Keine Frage. Aber eigentlich können wir alles gut gebrauchen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Es ist unheimlich hier. Das ganze Spiel ist ja unheimlich. Ich spiele im Moment eigentlich auch immer nur so einen Part. So, weil alles andere ist Kacke. Ja gut, dann geh wieder raus. Da ist ja das andere Vieh jetzt auch noch, ne? Das ist doch blöd, echt. So blöd. Und den hatte ich eigentlich schon, ne? Das ist das Fiese. Ja, jetzt habe ich so viel Muni verbraten. Ist doch blöd. Bin ich jetzt wieder draußen oder wo bin ich jetzt wieder? Oh, bin ich wieder draußen. Wollte ich gar nicht. Hoffentlich sind die Monster nicht wieder da. Aber eigentlich respawnt der Kram hier nicht. So, ich muss mal die Karte benutzen. Hier in meiner Angespanntheit. Mhm, da geht's irgendwie was weiß ich wohin. Da war ja auch soweit nichts. Dann gehe ich jetzt nochmal nach rechts in die 101. Weiß nicht, ob mir das was bringt. Hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Nö. Ist hier noch was? Nö. Er guckt ja auch nicht so, dass hier irgendwas ist. So. Was? Wer kotzt denn hier? Hier kotzt jemand. Patronen sind gut. Ja, hier. You're not friends with that Red Pyramid thing, are you? Red Pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me. So I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? Why? I don't know. I'm not even from this town. I just... You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah. You could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful.
James, you be careful too. Das ist also Eddie gewesen, aber wen? Wen meinten die denn jetzt mit, okay, den Toten. Ich habe gerade gefragt, welcher Tote in der Küche jetzt Frage beantwortet. Was zum, wer hätte sowas tun können? Alles klar. Also den meinte, ich habe mich gerade gefragt, hä, von wem reden die? Nicht, dass ich irgendwo nicht gewesen bin und da bestätigt es sich. Pff, ja, was kaputt. Gut, und wir lassen Eddie jetzt einfach da oder geht er da nochmal rein? Was ist dann, wenn man nochmal reingeht? Da ist Eddie. Eddie? Eddie, you okay? Yeah, I guess. Okay. Und dann hängt er hier so weiter rum und... Mhm. Die Wand ist bedeckt mit Fußballpostern und sinnlosen Graffiti. Die sind mir beide völlig egal. Ja. Okay. Hier waren wir vorher auch irgendwie noch nicht, ne? Nee. Bad. Ich dachte, da steht bad. Wie bei Michael Jackson. I'm bad. I'm bad. You know it. Bad, bad. Really, really bad. So. Dann gehen wir wieder raus. Und ich wechsle auf meine andere Waffe hier wieder. Ich will nicht zu viel Muni verballern. Also, wenn immer nur so ein Monster auf einen zukommt, okay. Aber ich finde diese Kriechviecher einfach auch so gemein. Was ist das Problem? So, wir waren in der letzten Tür. Das ist ja schön, dass da der Eddie war, dass wir den jetzt auch gefunden haben. Die Frage ist, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich kann natürlich jetzt auch nochmal... Ja, was ist denn, wenn ich jetzt rechts eigentlich gehe? Wo kommt man denn dann hin? Frage ich mich. Hier, was ist hier? Ach, das ist eh kaputt. Okay. Und dann? Was ist dann? Wo sollen wir dann hin? Durch den Flur? Oder war hier draußen noch was? Ich glaube eher nicht, ne? Gehen wir mal durch den Flur. So ganz am Ende durch, frage ich mich auch wieder, wo wir dann überhaupt hinkommen. Düdelüdelüdelü. Ich klinge immer auch so recht locker, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich bin angespannt und ich habe sie jetzt geöffnet mit dem Nottreppenschlüssel oder so. War das die Nottreppe? War das die Nottreppe? Wo bin ich denn jetzt? Nee. Okay, jetzt bin ich hier so durchgedingst, aber weiß ich nicht. Hier so mit... Oh, ich... Keine Ahnung. Wo gehe ich denn jetzt hin? Zweiter Stock. Runter. Hoch. Hm. Hoch. Oder... Ja, weiß ich nicht. Ich will nur mal wissen, wo ich bin. Oder bin ich jetzt ganz woanders wieder? Ich blick hier gerade nicht durch. So, jetzt bin ich hier. Und wo ist hier? Hier ist an einem Speicherort. Ja, dann nutze ich den mal. Wenn ich jetzt hier links reingehe, dann müsste ich ja speichern können. Irgendwie. Durch diesen Spalt oder so, glaube ich. Ne, das war dieser Spaltraum. Spaltraum? Ja, nee, ja. Hauptsache speichern. Wunderbar. Ich mache das einfach aus Sicherheitsgründen immer lieber mal zwischendurch, wenn ich die Möglichkeit habe. Man weiß ja nie, wie viele Monster noch kommen und ob man zwischendurch und überhaupt. Und dann muss ich das nicht alles nochmal immer machen. Das ist ja auch nicht so einfach hier. Dann gehst du mal wieder raus. Ja, wir sind jetzt, weiß ich nicht, hier müssen wir ja eigentlich gar nicht sein. Wie sieht's denn aus so mit dem... Ach ja, der Uhrenraum, genau. Haben wir denn jetzt irgendwas, wo wir unbedingt hin wollten, wo... Ja, hier am Ende des Flures ist noch eine Tür abgeschlossen. Ist das vielleicht auch noch wichtig? Also, haben wir dazu denn jetzt den Schlüssel? Haben wir die jetzt alle verbraucht? Ich
Es wäre so eine Idee, da vielleicht noch mal hin. Was haben wir denn noch so? Wir haben halt diese Münze, die eine Schlange zeigt. Schlüssel für die Nottreppe. Zur Tür, die vom Flur zur Nottreppe führt, im Flur auf der dritten Etage gefunden. Die zur Nottreppe führt. Das könnte ja das da unten sein. Das heißt aber, dass wir dann doch irgendwie wieder noch mal hier ja durch müssen, oder? In der Hoffnung, dass keine Monster wieder auf dem Flur sind. Ich hasse es, Monster erlegt zu haben und dann kommen sie wieder oder neue Monster und das ist so gemein und das will ich jetzt eigentlich nicht so gerne. So. Da können wir jetzt hier durch. Dann bist du auf der anderen Seite sozusagen wieder. Der schnelle Weg. Was ist denn jetzt hier los? War das hier vorher auch so? Das war doch vorher nicht so. Oder? Geh mal hier durch. Ich weiß nicht, ob das vorher auch so war. Keine Ahnung. So. Ja, ich probiere das jetzt einfach mal mit der letzten Tür da hinten. Gucken wir mal, ob die jetzt aufgeht, ob das mit Nottreppe gemeint ist. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, das war die Tür. Okay, das ist ja gut. Oh. Auf der anderen Seite der Tür gibt es keine Nottreppe. Ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Ich glaube, ich kann in das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster vor mir steige. Viel Spaß und sei vorsichtig. Boah, was der alles da macht, ey. Der andere kotzt sich die Seele aus dem Leib vor Angst und er erkundet halt alles einfach ohne große Angst anscheinend. Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Hier ist ein altes, kaputtes Bett. Ja. Und Scherben? Sei bloß vorsichtig, James, echt. Scheiße. Wo sind wir denn hier? Gesundheitsdrink. Danke, nett. Ich sehe nichts. Hier sehe ich jetzt was. Was ist das? Oh. Ein Zahlenschloss. Das sieht nach einem weiteren Rätsel aus, nur dass ich den Code absolut nicht weiß. Und auch gar nicht weiß, wie man das hier gerade benutzt. Einfach halt drehen, bis der richtige Code dabei ist, sozusagen. Haben wir denn jetzt hier gar keine Karte und nix und oder wie ist das hier? Und es ist schon wieder so dunkel. Karte? Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Na super. Da fühlt man sich doch gleich pudelwohl. Ich weiß nicht, da war doch auch noch. Genau, hier war ich auch noch nicht drin, ne? Sieht so aus, als würde etwas in der Toilette festsitzen. Ja, wir holen das raus. Was sollen wir denn sonst machen? Wenn dein Arm abgefressen wird, dann wird er abgefressen. Sieht aus wie eine Brieftasche. Da ist irgendein Zettel drin. Ach, da ist der Code. 169416. Ja, dann haben wir den ja. Sehr gut. Können wir den ja gleich eingeben. Wohin? Hier rechts, ne? Oh Mann. Da. So, mal gucken, ob das klappt. Sechzehn. Neun. Vier,
16. War das jetzt falsch? Wie macht man das denn? 9. 4. 16. Ich brauche mal irgendwie einen Plan, wie man das hier macht. Irgendwie eigentlich mal. Das kann ich hier nicht verwenden. Wo ist denn jetzt dieser Zettel? Oh, ich bin schon wieder so nervös. Brief, Foto von Mary, Radio, Taschenlampe, Brett, Patrone, Pistole, Erste Hilfe, Gesundheitsdrink, Münze, Schlange, Saft in Dosen, Brief. Wo ist denn das jetzt? Ich denke, er hat die Brieftasche genommen im Zettel. Bin ich doof? Ja, ich bin doof. Weiß ich auch nicht. Muss ich das jetzt... War das jetzt... Es steht nichts wirklich Interessantes auf der Zeitung, ja. Nee? Aber irgendwie macht's auch gar nicht irgendwie so klack und so. Muss ich das hier irgendwie... Also... Nein, nicht rausgehen. Hä? Geht er jetzt nochmal ins Klo? Und ich habe das jetzt... Ich dachte, er hat das jetzt so mitgenommen und so. Nee, geh mal da nochmal durch. Die Musik finde ich voll unheimlich. Ach so, er hat das... Ja. 16-09-04-16. Ist 9 und 4 falsch oder wie? Muss ich da irgendwas mit der 0 noch machen? 16-09-4-16-16-9-4-16, ja. Bei 9 und 4 dann halt eine 0, aber... Warum kommt hier immer die gruselige Musik? Ist schon doof. Ist echt gemein gemacht mit diesen Soundeffekten und... Ach, ja. 16... Muss ich jetzt die 0 noch extra machen? Es gibt doch gar keine 0. 16. 9. 4. 16. Oder halt wieder zurück machen. 16. 9. 4. 16. Also ich kann hier halt auch nichts x'en oder so. Ich probiere halt gerade immer so die Knöpfe aus. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich das denn mit der 0 irgendwie machen? Ist ja wieder geschickt hier gemacht worden. 16... Habe ich es jetzt schon wieder versaut? Muss man es halt so im einen Rutsch auch hinkriegen? Vielleicht ist das ja auch so tricky gemacht, man das exakt richtig hinkriegen muss. 16. 16. Mich wundert es halt, dass es auch gar nicht so klackt oder so. Ich weiß nicht, ich kann das hier mit dem Gamepad machen oder ich kann es mit dem Steuerkreuz machen. Mit dem Steuerkreuz finde ich es ein bisschen angenehmer. Aber ich bin ein bisschen irritiert. Ich bin so irritiert, dass ich jetzt einen Cut mache. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit Silent Hill 2. Bis dann.